Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reminecraft, einer nicht gerade sehr geplanten Folge von Reminecraft, denn man erinnert sich vielleicht noch dran, letzte Folge waren wir in einer Höhle und haben da ein bisschen Zeug gefarmt. Ich habe danach auch noch so ein bisschen weiter gefarmt und habe auch eine Fuhre an Zeug nach draußen gebracht, an die Oberfläche, und habe das in eine Kiste gelagert, bin dann wieder reingegangen, habe dann noch sogar 3 weitere Diamanten gefunden und noch ganz viel anderen Kram. Beziehungsweise ist das, was ich in der zweiten Fuhre rausgeschleppt habe. Ja, dann ist mir das Spiel irgendwie abgekackt, aus welchem Grund auch immer. Dann bin ich halt einfach aus Frustration einfach rausgegangen aus der Höhle. Und da ich dann auch gesehen habe, scheiße, irgendwie hat er das ganz komisch gespeichert, dass jetzt auch irgendwie die Kiste weg war, habe ich mir einfach direkt auf dem Nachhauseweg gemacht und irgendwie habe ich den Zuhauseweg eben vielleicht ein bisschen verschissen. Ich habe mir mit einem Programm namens, wie ist das nochmal? Alpha Vespucci. Kann ich vielleicht einen Link mal in die Beschreibung packen? Da habe ich mir ein Bild meiner Welt ausdrucken lassen und gesehen, ich bin vielleicht ein bisschen falsch gelaufen. Ihr seht davon jetzt ein Bild und auch wahrscheinlich den Punkt, wo ich gerade stehe. Und ja, es ist ein weiter Weg und den will ich jetzt einfach mal bestreiten. Es ist jetzt eine lange Reise, die ich antreten werde. Deswegen kann ich ja mal so ein bisschen erzählen, wie denn vielleicht dieser Fehler aufgetreten ist. Denn das Ding ist, ich war ja relativ lange in der Höhle drin gewesen. Und ich habe mir einen speziellen Punkt gemerkt, an dem ich halt in Richtung nach Hause komme. Und zwar diesen einen überhängenden Berg. Das Ding ist, diesen einen überhängenden Berg habe ich nicht gefunden. Weil ich anscheinend in die falsche Richtung gegangen bin, von der ich gedacht habe, das ist eigentlich die richtige Richtung. Und ja, dann bin ich halt irgendwann an dem Meer angekommen, Da habe ich halt gedacht, geil, Meer, da findest du jetzt irgendwo, ja, diesen überhängenden Berg. Und ja, da bin ich weitergelaufen und immer weitergelaufen. Ja, und dann war der Berg da halt nie irgendwann zu sehen. Ja, bis ich dann irgendwann ganz verzweifelt war und dann einfach mal zuerst geguckt habe, ob ich wirklich irgendwie vielleicht mit F3 irgendwelche Änderungen beim Laufen finden kann. Da stellte sich heraus, das ist ein Nein. Und dann habe ich so ein bisschen weiter researched. Warte mal kurz. Ich habe halt researched, ob ich dann irgendein Programm finde, mit dem ich dann auf dem F3 dann halt irgendwie sehen kann, welche Koordinaten sind. Dann ist mir aber eingefallen, ich brauche halt die vorherigen Koordinaten, um dann überhaupt zu den aktuellen Koordinaten zu kommen. Also zu den Koordinaten von meinem Haus zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt doch bestimmt irgendein Programm, mit dem ich entweder meine komplette Welt bearbeiten kann, so dass ich mich einfach nach Hause setzen kann, oder dass mir einfach ein Abbild meiner Map, meiner Welt gibt, mit dem ich dann einfach sehen kann, aha, da bin ich, da ist mein Zuhause, ab geht's. Damit bin ich dann auf Alpha Vespucci gestoßen. Ist halt einfach ein Programm, was ich mit mir runterladen kann, ziehe ich einfach dann die Weltdatei da rein und dann ist gut. Nicht zu viel schrägen Kram machen, sonst verlaufe ich mich hier in der Map, und in der Map gibt es ein riesengroßes Loch, von dem ich keine Ahnung habe, wo da was ist. Ich kann jetzt eigentlich relativ straight genau so laufen. Dann sollte ich theoretisch irgendwann an dem anderen Meer ankommen. Mir ist es so gut, hier runter zu gehen, eigentlich nicht, aber hey. Passt schon. Aua. Ja, und nun bin ich hier am Laufen und relativ spät in der Nacht, darum bin ich auch ein bisschen leiser. Und die Aufnahme ist jetzt auch übrigens relativ mach keinen Scheiß. Ist es auch relativ spontan, weil ich mir einmal gedacht habe, ach komm, kannst ja mal zeigen, dass du ein bisschen bescheuert bist und einfach vergessen hast, wo du längst laufen musst. Ihr seht vielleicht auch gerade in der Aufnahme unten wahrscheinlich einen schwarzen Balken oder halt links und rechts was abgeschnitten, je nachdem, wie ich das mache. Das liegt halt daran, dass ich das im Fenstermodus spiele, damit ich nicht immer halt raustappen muss, um auf die Karte zu gucken. Okay, mittlerweile habe ich eh gerade keine Ahnung, wo ich bin auf der Karte. Wohl, warte mal. Das hier ist dieses. Ist das dieses kleine Pit hier? Nee, leider nicht. Aber gehen wir einfach mal weiter in die Richtung hier. Ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das mache bezüglich der abgefarmten Ressourcen. Weil ich habe ja A, Zeit reingesteckt, B, so ein paar Ressourcen reingesteckt. Und vor allem habe ich noch 3 weitere Diamanten gefunden, die jetzt leider nicht mit auf Aufnahme sind und auch nicht halt in meinem Inventar sind.
Was ein bisschen schade ist. Weiß nicht, gibt es irgendein Programm, mit dem ich in mein Inventar zugreifen kann oder so? Schreibt es gerne nochmal in die Kommentare, ob es irgendwie sowas gibt. Und ob es überhaupt okay wäre für euch, wenn ich mir das Zeug, was mir durch einen Absturz genommen wurde, wieder herholen darf. Wir haben ja aber eine Sache, die sehr komisch ist und die es wahrscheinlich in der neuen Version wahrscheinlich auch nicht mehr gibt. So ein Gravel Pit hier. Ist das auf der Karte zu sehen? Das ist da. Ja, dann muss ich einfach weiter in die Richtung laufen und dann passt das. Ich habe übrigens auch mittlerweile auf friedlich gestellt. Weil ich glaube, sonst würde ich noch weiter einfach in die falsche Richtung laufen beim Kämpfen. So, aber warte mal. Ist das hier das Konstrukt, an das ich mich erinnere und das hier gerade auch auf der Karte zu sehen ist? Was ist das? Ich bin gleich zu Hause. Ich komme nach Hause. Da vorne ist schon wieder ein Zipfel, den ich denke, ich kenne, meine ich. So, jetzt kann nichts mehr allzu Schlimmes passieren. Da müsste irgendwo gleich unser schöner Berg auftauchen. Bitte, lass ihn da. Unser Heimatberg, ich sehe ihn. Da oben, ich sehe etwas leuchten. Denke ich. Ich hatte echt ein bisschen Panik, dass ich irgendwo anders jetzt nochmal neu anfangen muss. Da ist unser schöner großer Wald. Und ja, wir sind zu Hause. Oh Gott, ich bin zu Hause. Ah, oh, ist das schön. Hallo. Oh, hallo. Was macht ihr denn? Ihr wollt mich alle begrüßen. Hallo. So, oh. Endlich. Erstmal kurz hier schmelzen lassen. Pass auf. Oh Gott, ja, das ist auf jeden Fall genügend Kohle. Und das ist nur der eine Run. Wenn ich den Rest vom anderen auch noch mitgenommen hätte, das, Alter, hätte ich eine eigene Kohletruhe haben müssen. Mache ich jetzt noch irgendwas? Also eigentlich, vielleicht schneide ich einfach vor irgendwas, was ich jetzt gleich an einem anderen Tag aufnehme. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann für euch gleich wieder. Für mich wahrscheinlich morgen, übermorgen, wann auch immer. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Irgendwie, wie lange ist das her? 2 Tage? Oder so, na gut. Wir haben jetzt hier Diamanten gefunden. Und eine Sache, die ich mit den Diamanten machen will, ist eine Spitzhacke. Damit dann Obsidian abbauen und dann schauen, ob es möglich ist, sich ein Nether-Portal zu bauen. Nur aus reiner Neugier. So, und dazu brauche ich jetzt ein bisschen Lava und ich nehme einfach nochmal einen Eimer. Falls ich nirgendwo fertiges Obsidian habe, dass ich einfach dann einen Lavasee finde und ich den dann einfach ein bisschen übergieße. Wir greifen uns einfach da was aus dem Meer und schauen dann mal hier in der Höhle hier. Ich habe jetzt auch nichts mehr an Rüstung so mit, ne? Passt. Ah, guck mal hier. Schöner großer Lavasee hier. Ach, guck mal, da ist sogar Obsidian. Sehr schön. Na, guck mal, hier ist auch direkt Obsidian. Sehr schön, sehr schön. Schauen wir mal. Abbauen. Dauert das länger als vorher? In der aktuellen Vanilla sind es ja, glaube ich, 10 Sekunden, die man braucht. Ich glaube, das sind mehr, oder? Gefühlt. 15, alles klar. Natürlich. So, haben wir. Sehr schön. Gut. Dann ab wieder raus. So. Alles klar. Dann ab nach Hus. Und dann mal schauen, wo wir unser potenzielles Portal hinbauen können. Und zwar entweder hier unten drin irgendwo. Oder irgendwo da oben. Aber ich glaube, hier unten ist doch schon relativ gut. Keine Ahnung. Irgendwo hier. Wenn ich das irgendwie mal ausfülle. Ne? 1, 2, 1, 2, 3. Du musst einmal weg hier. So. So. Und jetzt brauche ich nur noch Flintenstiel. Hier, guck mal. Na, so muss das laufen hier. Hast du das gesehen? Direkt das erste, was da rauskommt, ein Flint. So, Feuerzeug. Und dann erst Spannung. Oh, schade. Schade. Ich hätte mich gefreut. Schade. Gibt keinen Nether. Oh, schade. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das jetzt auch mit dieser Folge. Mit dieser Folge von Minecraft. Wir haben Diamanten gefunden, zwar schon in der letzten Folge, haben jetzt erfolgreich nach Hause gefunden und haben herausgefunden, dass es leider keinen Nether gibt. Lasst ein Like dafür mehr, abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen, die Glocke aktivieren, damit ihr wirklich am Ende verpasst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.